Wir spielen mit der Portalkanone. Flatsch. Dahin, dahin, dahin. Und mach mal dahin noch. Und dahin. Und ich mach mal hier hin. Geht einfach mal mit durch. Hallo, ich hab gesagt, ich gehe da einfach mal mit durch. So, da hoch müssen wir irgendwie. Oder? Ja, irgendwie müssen wir da hochkommen. Und dafür, damit wir da hoch können, könnte ich mit dem blauen Portal kann ich ja meine Portalwand irgendwo hinsetzen, wo ich Bock habe. Das heißt, ich gehe erstmal hier drauf. Nachdem ich hier drauf war, ich kann ja meine Portale überall jetzt machen. Das heißt, da werd du mal nass, werd du mal nass, mach mal alles hier Portal nass. Und so. So. Wer weiß, wo wir das überall noch brauchen. Aber wie kommen wir da hoch? Da müssen wir irgendwelche Sprungdinger machen. Ah, da hinten. Ah, okay. Dann mach mal hier hin, bitte. So. Mach mal hier alles nass, bitte. Mach es nass. So, da können wir also jetzt unser Portal draufsetzen. Wenn ich jetzt da so drauf mache, dann passiert nicht wirklich viel. Wenn ich das jetzt allerdings andersrum da drauf mache. Wie auch immer, irgendwie müssen wir genug Schwung haben, sodass wir uns dadurch nach oben schießen lassen können. Und zwar da drauf. Dafür müssen wir aber erstmal irgendwo hochkommen. Zu irgendwo irgendwelche Wände, wo wir das Portalzeug gegenschießen können, wo wir hochkommen würden. Ich könnte hier durch Schwung holen, indem ich mir jetzt erstmal hier unten. Nee. Da oben, da unten. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche es auf Band, damit sich jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Wie komme ich da hoch? Ich muss irgendwo eine Geschwindigkeit hinbekommen und dann dadurch nach oben. Allerdings brauche ich irgendein Portal, was relativ weit oben ist, an irgendeiner Säule oder ähnlichem, wo ich mich beschleunigen kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, hier irgendwo. Ist irgendwo eine relativ hohe Säule. Da hinten könnte ich mal versuchen hochzukommen. Also komme ich da nicht schon vorher drauf eigentlich? Okay, das war ultra klug. Raus hier.
Raus hier. Und durch hier. Perfekt. Und, hier drauf. Hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Sobald wir da drauf hinten sind, was machen wir dann? Das ist sowieso die nächste Frage. Was bringt mir das, wenn ich da hinten bin? Egal, probieren kann man es ja mal. Pschu. Nee, bringt tut mir das sowieso wahrscheinlich nichts. Gehen wir hier durch. Ich muss Schwung holen und dann hier drauf. Schwung holen kann ich da. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eine Idee. Kann man das überhaupt sagen? Eine Idee. So, Schwung holen. Wenn ich jetzt, nein. Ich muss das da oben hinsetzen. Hier oben. Danke. Und dann muss ich da unten auf den Boden. Und hier... Ja, ja, hallo, danke. Danke. Und wenn ich jetzt da gerade hinausfliege, kann ich da dahinten eine blaue hinsetzen. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Ah. Mann. Ich muss irgendwie hier vorne mich richtig hochschaukeln können. Ich versuch mal was. So. Und... 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 Oh, ey. Dieses... Die Idee hat, hat Potenzial. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich versuche das jetzt. Ich hüpfe hier durch. Und dann... hüpf. Oh, Mann. Menschenskinder, das hat doch gerade ebenso gut geklappt. Ey, das hat gut geklappt, habe ich gesagt. Ah, Dreckmist. Hier gibt es sicher irgendwo was, was ich total übersehen habe. Zum Beispiel sowas. Weil ich ultra klug bin. Das sind auch hohe Säulen. Was mache ich mir überhaupt die Mühe? So, dahin. Nass machen den Scheiß. Den Mist. So, danke. Ich muss irgendwie, jetzt, wo ich da oben dran komme. Komm schon. Irgendwie muss man, kann ich doch auch, okay, ich habe eine Idee. Ich mache dieses Zeug einfach ultra schnell. Ich hau hier oben ein bisschen hin. So, und jetzt klatsche ich da ein bisschen davon hin. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Jetzt beschleunige ich den Mist erstmal, aber... Nein, okay. Jetzt kann ich auf diese Art vergessen. Mache ich das ja auch erstmal weiß. Ich mache erstmal alles weiß. Wenn ich da... Wie mache ich das? Ey, wieso hänge ich hier so lange an diesem Rätsel? Das ist doch langweilig für euch alle, die da zuschauen wollen. So, da oben drauf setze ich mal ein Portal hin. Geh mal da drauf, einfach mal zu schauen, was es hier oben gibt. Und da ist doch tatsächlich ein Fahrstuhl. Wieso gehe ich da nicht einfach rein?
Ja, ich hätte vielleicht mal meine Idee fortführen sollen, da von vorne. Ich weiß zwar nicht, ob der Fahrstuhl mich in irgendeiner Weise weiterbringt, aber... Versuch ist es ja wert. Okay. Hier will ich gerne... Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß, dass ich da oben drauf muss. Ich weiß es. Ich kann Schwung holen, indem ich da oben... Nur wie kann ich da oben... Wobei, vielleicht geht's ja so. Ich hau da mein, Portal hin. Und jetzt, wo ich da in der Mitte... Ja, da kann ich jetzt, so ein klein bisschen nach oben schaukeln, das Ganze immer. Ah! Und danach kann ich mich natürlich auf den Turm drauf bremsen, wenn ich, da oben dann endlich... Genau so. Jetzt mache ich da oben ein Portal hin. Mach hier unten ein Portal hin. Bin drauf. Prima, gut. Wenn ich jetzt einfach mal springen möchte, dann hau ich da vorne einen drauf. Ja, die Lösung ist so simpel und ich komme einfach nicht drauf, Mann. Bin ich dumm. Bin ich einfach nur dumm. Natürlich. Ist doch einfach. So. Ich habe noch nie mit so einer Flüssigkeit gedacht, Mann. Ist nicht meine Schuld, dass ich so langsam bin im Kopf. Was gibt's hier drin? Keine Musik? Was ist hier los? Was ist hier los? Exit. Okay, gehen wir hier durch. Exit! Bitte, bitte exit endlich. Thank you for volunteering. Please return to your desk. Ach, das ist jetzt für Arbeiter das Testgebiet. Was zur Hölle? Ich soll zu meinem Schreibtisch zurückgehen. Zoom-Ansicht. 3000 Meter. Hier hoch. Wir sind im Fahrstuhlschacht. Yes. Yes. Da oben Portal, bitte. So, jetzt müssen wir den total hohen Fahrstuhl nach oben. So, dann, lass mich mal bitte da hoch. Gibt's ja an der Seite irgendwo noch was, wo wir hin können? Da. Perfekt. Gehen wir mal da hoch. Da ist doch tatsächlich der Fahrstuhl. Allerdings... Können wir da hoch? Nö. Allerdings können wir da unten ein Portal hinsetzen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. So, lass ich mal hier hoch, bitte. Danke. Ganz nach unten fallen wäre vielleicht eine bessere Idee, aber das wird... Zumindest noch relativ schwer. Ich versuche das hier jetzt nochmal hier. Und dann gehe ich mal hier drauf. Ja, genau. Jetzt können wir da nach oben jumpen.